Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. So, nachdem das ja in der letzten Folge ein bisschen in die Hose gegangen ist, habe ich mir gedacht, jetzt verzauberst du erstmal wieder ein bisschen was. Denn ich denke mir, bevor ich die Level so verliere, gebe ich sie doch lieber für Verzauberungen aus. Und da ich jetzt gerade die Hose neu hergestellt habe, werde ich doch jetzt einfach mal gucken, dass ich da ein bisschen was draufkriege. Da reicht's aber irgendwie nicht so ganz, ne? Also Haltbarkeit 3 kostet schon mal sehr, sehr viel. Jetzt muss ich mal gucken, dass ich das wenigstens noch auf. Ah, jetzt passt's wieder, oder wie? Ne, jetzt geht Haltbarkeit wieder nur auf 2. Was ist da los? Auf 3. Dann machen wir das auf 3. Irgendwie so. Aha. Ja gut, ist natürlich jetzt doof. Da fehlen jetzt natürlich gewisse. Warum? Was wollen die denn von mir? Haltbarkeit 1. Das ist wieder 20. Okay. Aber wenn ich das jetzt verzaubere. Also 28 Level habe ich. Und dann, wenn ich das jetzt auf 3 ziehe, dann geht es hoch auf 32, die Anforderung, oder? Geht das jetzt mal? Was ist denn los? Oder wir machen Schutz einfach auf 3 runter. Das ist ein Bug da oben. Wieso wird es jetzt billiger? Verstehe ich nicht. Aber okay. Jetzt ist wieder auf 2 Haltbarkeit. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, auf jeden Fall haben wir ein bisschen Schutz verzaubert und die Haltbarkeit hoch, also passt schon. So, jetzt sind halt meine Level erstmal wieder dahin. Dann würde ich aber vorschlagen, gehen wir jetzt gleich weiter. So, ich hau jetzt ein bisschen noch was weg. Das brauche ich alles gar nicht. Vorerst zumindest. Weiß eh nicht, wohin mit dem Scheiß. Und dann gehe ich jetzt aber wirklich zurück in die blöde Festung. Und dann gucken wir einfach nochmal, was da so abgeht. Ich habe mir jetzt überlegt, die Waffe nochmal zu verzaubern, aber ich muss ja jetzt irgendwann auch mal was anderes verzaubern. Und ich hoffe jetzt einfach, dass das so ein bisschen vorwärts geht. Weil die Monster sind relativ stark in der Festung und dann denke ich mir doch, dass es da auch entsprechend gut Erfahrung gibt. Sodass das dann wieder rucki-zucki hochgeht. Also ist halt wirklich scheiße, ne? Das mit dem Sterben hätte nicht passieren dürfen, hätte nicht passieren müssen. Aber ist jetzt egal, ich kann es ja eh nicht mehr rückgängig machen, von daher. Das ist alles fiese. Da ist dann nichts mit Neuladen oder so, sondern du kannst da wirklich nur spawnen. Und musst da mit dem Elend leben, das du angerichtet hast. Egal. So, ich sprint jetzt einfach mal dahin. Und ich muss jetzt einfach aufpassen, dass erstens die Fressleiste immer ganz voll ist. Und natürlich, wenn dann die Skelette kommen und auf mich schießen, dass ich da eben nicht zu viel Schaden nehme. Was anderes Interessantes wäre jetzt noch, habe ich noch mehr. Ich habe viel zu wenig Fackeln mit. Scheiße. Egal, wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, wie weit wir kommen. Wenn es zu dunkel wird, muss ich halt nochmal umdrehen. Das mache ich dann aber offscreen wahrscheinlich. Oder mal schauen, wie sich's anbietet. Keine Ahnung. Ich will ja die Folgen ohnehin nicht mehr so lange haben. Von daher gucke ich jetzt einfach mal, wie ich da zurechtkomme. So, da vorne ist das Ding. Mal kurz was essen, bevor ich da in den Kampf gehe. So. Sprinten verbraucht das unglaublich schnell. Sprinten und kämpfen auch natürlich. So, jetzt hopfe ich mal da runter. Tja, da ist wieder der Grabstein. Ganz toll. Weckt schöne Erinnerungen, ne? Wie wär's, wenn ich die Fackeln einfach von hier draußen wegnehme? Es sieht dann zwar. Naja, ich habe dann die Deko sozusagen ein bisschen gekillt, aber macht mir jetzt gar nichts. Können wir ja irgendwann später wieder aufbauen, wenn kosmetische Zwecke denn so wichtig sein sollten.
Was ich jetzt einfach mal nicht glaube. So, kommen schon die ersten Zombies wieder rausmarschiert. Die hauen wir schnell weg. Bingo. Jetzt muss ich halt ein bisschen blocken. Genau, so. Dann fallen die nämlich relativ schnell um. Und ich nehme auch möglichst wenig Schaden eigentlich. So, wieder. Und jetzt drauf. Ne, wenn man die einmal richtig haut, dann kommen die eh nicht mehr zum Schießen richtig. Ups. Na komm schon. Na, also jetzt im Moment geht es wieder recht schnell mit den Level-Ups, aber ich bin halt auch relativ niedrig noch. Boah, dieses Geklapper geht mir auf den Sack. Wo kommen denn die auf einmal her? Oder ist das ein Skelett-Spawner, der da drin ist? Zack. Na, ich glaube, die Schutzverzauberung bringt schon auch ein bisschen. Aber ich glaube, die blockt nur den Nahkampfschaden ab. Das ist aber nicht so wild. So, den Spawner machen wir lieber mal weg, bevor da noch mehr kommt. So, dann haben wir auch schon mal die erste Ladung Erze drin. Sicher nicht unbedingt das, was ich jetzt haben muss. Geht's da hoch? Ich sehe das wieder gar nicht. Tatsache. Jetzt gehe ich aber erstmal noch die anderen Räume absuchen, bevor ich da irgendwie auf die nächste Ebene gehe. Okay, das ist einfach nur ein riesiger leerer Raum. Also bei manchen Räumen wundere ich mich echt. Warum? Wofür? Okay, was hat der jetzt gedroppt? Irgendeine Essenz war das, glaube ich, wieder. Darkness Essenz. Oh. Gar nicht schlecht. Wieso ist ein Fuchs hier drin? What does the fox say? Ding, 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 ding. Okay, ich hör auf. Ich finde die Zombies ohne Kopf voll fies. Den kannst du nicht mal einen Headshot geben. Da ist ja schon alles verloren bei denen. Naja, also ich nehme mal extra eine Fackel hin. Die Umrisse kannst du ja doch noch irgendwie erkennen, auch wenn es ziemlich dunkel ist. Da ja hier netterweise dieses Feuerchen brennt, warum auch immer, kann ich die, wow, Fackeln eigentlich wieder wegnehmen. So. Muss halt immer die Schüsse abwarten. Oh, vor allem Schüsse. Es ist kein einziges Skelett da. Ich war gerade der Meinung kurzzeitig, dass da Skelette wären. Stimmt aber gar nicht. So, schnell hoch. Da ist die Wand, jawohl. Dann kann es ja weitergehen. Oh ja, die haben Schweine bei sich zu Hause. Herzlichen Glückwunsch. So ein Saustall. Boah, ich bin echt schon übelst aufgelevelt in kurzer Zeit. Also das lohnt sich wirklich. Und wenn ja wirklich noch viel, viel mehr von den Gegnern kommen. Ich bin ja, das Ding ist ja übelst hoch, ne? Fast so groß wie so ein Turm eigentlich. Allerdings viel breiter. Als so ein Turm. Ja, nette Konstruktion. Da ist aber gar nichts. Aber das mit dem Schwein raff ich echt nicht. Wieso sind hier Schweine und Füchse und überhaupt? Also irgendwie total komisch hier. Naja. Werd schon irgendwie durchkommen, hoffe ich. Oh. Vorsicht. So. Jetzt gucke ich nur gerade mal. Dann nehme ich, glaube ich, die Fackel gerade wieder mit. Eine reicht in dem Raum, weil ich bin ja da eh nicht länger. Ups, falsche Waffe. Ja, Bogen im Nahkampf. Geil. Ganz gute Idee. Müsst ihr unbedingt mal ausprobieren. Was ist hier? Oh, wow, scheiße. Da kommt schon die Spinnen wieder von oben runter. Die Spinnen wohl. Nein. Einfach nur nein. Oh, da ist ein Spawner. Da habe ich mir ein schönes Plätzchen ausgesucht. Aber wenn die nur Zombies spawnen, ist es nicht so wild. Das sind ja wirklich die schwächsten Gegner von allen. Eisenstiefel. Naja, okay. Ich pack's halt mal ein. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Oh!
Ein Verzauberungstisch, einfach so. Kann man mal machen, ja. Den lasse ich aber stehen, ich brauche ja keinen zweiten eigentlich. Und unterwegs verzaubern ist sowieso Quatsch, weil mir fehlen ja die ganzen Bücherregale. Okay, naja, okay, gut. Ich meine, es ist eine Festung. Eine richtige Fantasy-Festung hat natürlich auch so ihre Magier bei sich. Dann macht das schon Sinn. So. Ich habe zwar einige Fackeln gefunden in der Kiste, aber ich nehme natürlich trotzdem weiterhin erstmal wieder alle mit. Ach da. Ach, so blöd sind die Viecher gar nicht. Wer weiß, ob mir das ohne das Schwein wieder aufgefallen wäre mit dieser Treppe. Keine Ahnung. Jetzt habe ich es aber gesehen, wie das Schwein darunter geschweint ist. Oh je. Ha! Der hat gesagt. Ja klar. Ich bringe die Festung noch voll in die Luft, du Idiot. Sieht zwar dann immer so schön aus, aber wir pflanzen einfach irgendwas hin. Wird schon passen. Hauptsache ich komme drüber. Alles andere ist ja erstmal wurscht. Hier ist ein Spawner. Hier ist gar nichts. Okay, da gehen wir wohl zum Spawner. Die Alternativen sind jetzt nicht so grandios. Ist wieder einer gelandet. So. Boah, Junge. Oh Mann, ich wollte das in den Raum packen, nicht daneben. Scheiße. Die haben mich weggeschubst, die Assis. Solche Drecksviecher. Oh je, das ist ein Boss. Ich seh's doch. Schnell, mach irgendwas kaputt. Am besten alles gleichzeitig. Okay, jetzt nehme ich auf jeden Fall überhaupt keinen Schaden mehr, fast. Das kleine bisschen. Also, ich weiß nicht, was mich da vorhin so weggerotzt hat. Ich meine, was war das? So ein paar Skelettbogenschützen und das war's. Komischerweise. Oh, ich habe irgendwas Wertvolles. Ein Bogen oder so. Ah, ein neuer Crystal Bow. Okay, sollte der andere irgendwann kaputt gehen, haben wir einen neuen. Und so eine Frostrüstung oder so. Weiß es gar nicht. Was war das nochmal? Egal. Kartoffeln können wir weghauen, die brauche ich jetzt nicht wirklich. Zombie-Kopf auch nicht. Was kann noch weg? Naja, lassen wir es erstmal so. Mal gucken. Achso, ich hätte eigentlich schon längst mal den Spawner kaputt machen können. Auf der anderen Seite. Sage ich ja immer, die Spawner sind vielleicht gar nicht so doof, weil. Ach Gott, ich habe den falschen Helm angehabt. Der mit Schutz ist natürlich besser. So, was haben wir hier? Naja, Schwarzpulver. Den Rest können wir eigentlich fast drin lassen. Also irgendwie ist hier nur Mist. Na, soll er doch auf mich schießen? Ist mir doch egal. Scheinbar machen sie ja doch nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Ja, das regt mich auf. Jetzt sehe ich, dass die so wenig Schaden machen. Jetzt weiß ich erst wieder nicht, wie ich das letzte Mal gestorben bin. Wahrscheinlich an Altersschwäche oder so, weil ich so lange gebraucht habe. Bogen können wir schrotten. Oh, weia. Inventar ist jetzt schon wieder fast voll. Wow! Was macht der denn für lustige Kunststücke, ey? Brenne, scheiße! Okay, ich glaube, es hört gleich auf. Ja, sehr gut. Nein! Ich hasse es, wenn sowas passiert. Warum ist da so ein Gitter um mich rumschwirren? Das will ich doch gar nicht. Oh, da kommt schon die nächsten Skelettritter runter gepurzelt. Wie geil ist das denn? Das hört ja gar nicht mehr auf. Na! Schluss jetzt! Mann! Ich will weiterkommen, nicht hier immer 10-mal runterfallen und dann wieder und hoch und runter. Das ist doch wirklich scheiße so. Weil jetzt raff ich schon wieder nicht mehr, wo die Treppe da oben ging, ey. Puh.
Boah. Nerv nicht. Ich muss echt mal gucken, dass ich mein Inventar ein bisschen aufräume. Eisengitter, Alter, was soll ich denn damit? Ich habe genug Eisen daheim. Klarer Trank, wirkungslos, geil. Weg. Ein Trank um des Trankes willen, mehr ist das nicht. Wirkungsloser Trank, geil. Bestes Item ever. Zusammen im Erz, wo geht's hier hoch? Ich hab's vergessen. Hier bin ich hergekommen. Da geht's dann logischerweise nicht hoch. Oh oh. Danke fürs Gespräch. Alter. Ich glaube, hier ist es. Auch nicht. Darf doch nicht wahr sein. Hä? Von wo denn? Ach da! Gott, vor lauter Gitter. Vor lauter Gitter sehe ich den gar nicht mehr. Da kommst du. Das ist übelst hoch. Boah, Alter, da habe ich ja gar nicht hochgeguckt, richtig. Ach, hier geht's hoch. Ah ja. War ja ganz leicht. Oh. Natürlich. So, jetzt ist aber Schluss hier. Ich will hier raus. Beziehungsweise rauf. So, da haben wir alles geholt. Wo ging es hoch? Hatte ich die Stelle schon? Ich glaube, da bin ich einfach runtergefallen, ohne dann zu checken, wo es weitergeht. Kann das sein? Oder täusche ich mich? Och, Mann! Blöder Creeper. Muss natürlich immer auch noch sein, ne? Zu den ganzen Gegnern. Ach, hier geht's noch weiter. Guck. Da geht's hoch, glaube ich. Jupp. Vielleicht sollte ich die Fackeln doch lieber stehen lassen. Zumindest hier an der Treppe, damit ich das nächste Mal, falls ich nochmal runterfalle, einfach gleich hinfinde. Ich will es natürlich nicht hoffen. Ach, hier geht's raus. So. Oi, oi, oi. Direkt rein ins Getümmel. Wo bin ich jetzt wieder? Ich sehe wieder nichts. Ich habe doch gerade eine Fackel gestellt. Junge, die boxen mich hier durch die Gegend. Darf doch nicht wahr sein. Und ich greife mir ein Fleischstück an. Oh nee. So ein Scheiß. Vollen Überblick verloren gerade. Ach, halt die Fresse, Zombie. Ohne Witz, will auch keiner haben hier. Ja, blödes Gegrunze. Moah. Da muss der aggressiv werden. Crafting Table und ein Ofen. Brauche ich jetzt erstmal nicht. Aber nett, dass die sich hier so schön eingerichtet haben. Halt, da komme ich her. Egal. Ich stelle mich jetzt erstmal hier hin. Für heute soll es das gewesen sein. In der nächsten Folge sind da die nächsten Etagen dran. Ich bin echt gespannt, wie groß dieses Ding wirklich ist. Ich meine, von außen sah es schon sehr imposant aus. Und ich bin auch gespannt, ob es da auch so eine Art Endboss gibt wie diesen Golem. Werden wir ja sehen. In diesem Sinne, danke Freunde fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir was rein in die Kommentare und bewertet das Video. Hoffentlich positiv. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.